Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, Super Mario Odyssey. Nachdem wir den letzten Part sehr versehentlich gestreamt haben, hier noch was zur Versicherung, wie ich gerade sehe, diesen Part hier tun wir aufnehmen. Ja. Genau. Die süße Katze ist immer noch auf dem Sofa, by the way. Die könnt ihr erst im letzten Part kennen. Und ich habe also für mich gerade eben, für euch wahrscheinlich irgendwann, keine Ahnung, habe ich vergessen, den Tipp zu geben. Und zwar wird es gerne vergessen, weil hier drüben relativ wenig ist, wenn man die Küste lang fährt. Aber hier in die andere Richtung, also hinter diesem Glas da, da ist noch ziemlich viel, was Monde betrifft. Und Samen für das Haus da hinten und sowas. Genau. Ah ja, okay. Und was wollte ich noch? Achso, ja. Genau, das ist halt eben wichtig für alle, die das rein theoretisch 100% machen wollen, weil da soll es ja welche geben. Ja. Genau. Wir brauchen aber de facto gerade keine. Ich sag schon. Sondern müssen, wie gesagt, eigentlich nur noch hoch. Nein. Da gibt's mehr Herzen. Brauchen die extra Herzen. Wir brauchen extra Herzen, wir brauchen mehr Herzen. Ja, wir brauchen extra Herzen für den Boss. Wenn wir den später machen. Wenn ich was sag, dann stimmt das auch. So, hui, der hat uns beinahe angepisst. Nein. Lass uns in Ruhe. Du musst über die Lava darüber. Nein. Nein. Muss ich gar nicht, schau mal. Aber ich kann darüber. Sehr schön. Du musst nicht, aber du kannst und du solltest es auch, um das so lösen. Warte mal. Wieso ist überhaupt Lava, das ist so sinnlos eigentlich? Ja, du musst nicht immer alles runtergeben. Thermal. Thermalinsel. Ja, das ist ein bisschen heiß. Ja, passt schon. Ja, passt schon. Ja. Ja. Angenehm warm. Ein bisschen sehr heiß. Nein, ich bin angenehm warm. Und jetzt bist du dagegen. Was für Glück, dass da hinten Herzen waren, die man nicht einsammeln wollte, weil wir so toll sind. Nein, einfach weil wenn man volle Herzen hat, normalerweise keine Herzen einsammeln. Das weiß ich. Da der Einzige, der das ist. Aber ich mach das auch nicht. Ich warte mal schauen, ob du mal eine LPs hast. Oder nichts. Wie wir sehen, tust du es nichts. Ja, wieso auch? Ja, das ist eine gute Frage. Wie ist heute eigentlich meine Videos an? Das hätte ich leider nicht gesagt, weil es keiner mehr schaut, ne? Nein, aber es interessiert mich wirklich mal. Wie ist heute meine Videos? Weil ich guten Content mache, nett bin, sympathisch bin, was ist das? Egal was. Sympathisch du. Ja, du, es gibt bestimmt auf der Welt zwei, drei Leute, die mir sympathisch finden. Ja. Whatever, schreibt gerne mal in die Kommentare. So. Währenddessen kämpfen wir weiter mit der Lava und das sieht aus, als ob wir irgendwie kein Ziel hätten. Oh. Da hast. Jetzt haben wir ein Ziel. Oh. Da ist ja. Wasser. Wie kann Lava über Wasser sein? Ist doch egal, Hauptsache es funktioniert. Das ist halt einfach nicht logisch, ne? Ist mir egal. Na gut, aber wenn das das Unlogischste ist in Super Mario Odyssey, dann heißt es auch, Hugo. Ich hab mir immer gewünscht, Hugo zu heißen. Ja. Auf unserer neuen Website heißt du Hugo. Scheiße. Das ist doch unlogisch. Wieso bin ich in einer Wasserblase und kann. Also, ich meine, das ist. Ich finde das eine sehr schöne Gameplay-Mechanik hier, aber das ist doch komisch. Lass mich in Ruhe. Jetzt kommt er da. Nein. Aber wir brauchen nicht. Mein größter Wunsch ist, mal in einer Kochschule zu sterben. Wir brauchen aber nicht dessen. Wir brauchen, das Internet vergisst du was nie, ne? Aber wir brauchen keine 100%. Du meinst, ich soll ja jetzt Angst haben, weil ich eines Tages mal in einer Kochshow sterben werde, unfreiwillig. Das Ganze kommt dann in die Zeitung als Kochshow-Mord. Alles klar, wir hören auf, über Kochshow und Mord zu reden. Beides ganz schlimme Sachen. So. Schön, dass wir uns ausnahmsweise mal einig sind. David, du hast keine Standpunkte. Danke. So, Katze schläft immer noch auf dem Sofa. Ich hau's ab und zu update-mäßig rüber, was die Katze so treibt. Wir haben so. Zwei? Das heißt doch nein. Wir haben doch schon zwei. Jetzt schon drei jetzt. Nee. Da ist noch eine. Richtig. Achso, da oben auf dem Turm. Exakt. Ja, okay. Machen wir aber zuerst die da links, die ist näher. Ja, ist sie nicht, aber egal. Die machen wir jetzt einfach zuerst. Moment, Moment. Wenn ich sag links kommt zuerst, dann kommt links zuerst. So. Und zu diesem Kappi-Hutladen gehen wir ganz zum Schluss. Ja, ja. Sehr gut. Ausnahmsweise. Du, mit deiner Ausnahmsweise.
So, wir haben jetzt erstmal ein Herz zu holen. Einfach der Vollständig. Ganz halber, ich glaube, eins sind sogar noch rum für den Notfall. Weil es nämlich ganz zählig, dass hier einfach Herzchen rumschwimmen. Ja, dann. Dann ist ja alles in Buddha. Wo ist das denn? Egal, ich hole jetzt noch einen anderen. Nein! Ja. Kind. So, Leute, wir sind gleich wieder da. Ich tue ganz kurz muten. So, Katzenmaro, das passt ja ganz gut zur Katze, ne? So, dann mal wieder Mond, sehr schön. Genau. Ich hole dann auch gleich noch einen anderen Mond, weil warum nicht? Außerdem kann man sich damit nerven und kriegt man die gleiche Gelegenheit dazu. Deswegen habe ich das jetzt nötig. Nein, jeder Psychopath braucht dein Spielzeug. So, Was? Ich sagte, jeder Psychopath braucht dein Spielzeug. Mann! Das ist kein Witz. Ich bin mit meinem Stuhl gerade einen Abgang gemacht nach unten. Scheiße, warte, nur ganz kurz. So. Oh, Mann. Oh, ich werd alt. Ja, so in etwa. So in etwa kommt es mir gerade echt vor. Kumpas. So, die hätte ich vielleicht gerade sehen müssen und erledigen müssen. Schau mal, hier sind Kumpas mit. Ja, das sind Piraten-Kumpas. Ja, Piraten-Kumpas sind doch ganz sick. So, was haben wir jetzt für eine Nachricht von Freund bekommen hier? Hm. Oh, von Freund habe ich erfahren, der hat es einem angeschaut, den Code übrigens, ne? Ich meinte, dass es eine im B ist. Eine was? Ein B. Was? Ist ein B? Der eine bei dem Code. Der eine Buchstabe, einen, der uns gefehlt hat, ist ein B. Das ist mal etwas. So. So. Code ansammeln. Weil wir haben nämlich eine ganz coole Aktion gemacht. 35 Möglichkeiten. Kleine Story am Rande. Wir haben nämlich eine Steam-Karte gekauft. Ich blende den Code jetzt nicht ein, falls wir das erstattet bekommen irgendwie. Aber bei den Steam-Karten haben wir aufgerubbelt mit einer Münze, ne? Und zwar genau. Ja, hat es. So habe ich. Ja, ich habe ihn so aufgerubbelt, dass man jetzt irgendwie 3 oder 2 Zahlen oder Buchstaben nicht mal lesen konnte. Das ist definitiv eine sehr coole Sache, ne? Ja, auf jeden Fall. Es sind jetzt nur noch 2 Möglichkeiten. 35 Möglichkeiten, die er durchprobieren muss, um nicht mehr irgendwie 515 hat ich ausgerechnet. Ja. 3 falsch, natürlich, aber. Trotzdem irgendwie übelst ätzend. Ich find's super. Passt doch. Also, da kann das ganze ABC durchgehen, Zahlen durchgehen. Yay, sowas macht Spaß. Aber wer weiß, wie das bekommen ist, das ja hin, ne? Warte mal, vielleicht Fisch. Ich hin. Ich möchte diesen Fisch fangen, aber ich vergesse ständig, welche Taste man zum Runtergehen braucht. Ja, jetzt halt. Welche Taste geht man runter? Ja, man macht einfach diesen Sprung nach unten da. Ja. So. Ich glaube, ich irgendwo im Kosovo mal wieder gelandet hier. Ja. Ne? Nix Nice. Was? Das hab ich nicht gesagt. Nein. Ja, du aber nicht ist. Ich in deinem Namen. Ah, ja. Halt da unten. Aber das ist doch uninteressant. Die wollen nicht alle Monde. Ich will alle Monde. Aber nur in der Welt, oder? Sehr gut. Nein, überall. So. So viele Monde, ich mich halt dran erinnern kann. Ja, natürlich. Es soll ja alles hier Spaß machen. Ja, nein, deshalb sammeln wir auch gerne alle Monde und sind happy. Achtung! Bisschen viel. Und jetzt nichts machen. Wenn du den nächsten Mitwehrfleck kommst, bekommst du eh wieder dein drittes Leben. Nein, das Ding ist nicht böse, keine Angst. Ich weiß. Ich hab keine Angst. Na dann, so hast eh gerade nichts zu tun, das weiter Spieler und gleich wieder darum gehst mit was zum Trinken. Ja. Du hast da noch was. So, also bin gleich wieder da. Auf was soll ich warten? Auf bessere Zeiten? Gut. Ich warte auch immer auf bessere Zeiten. Oh, hier ist das Maxi-Herz. Ja, kann man ja mal machen. Kann man mal machen, ne? Einfach mal schon mal das Maxi-Herz einsammeln.
sehr sinnvoll übrigens, wenn man nicht besseres Leben hat. Einfach mal wackeln. Euch ist langweilig, sammelt doch einfach mal das Max. Ich will meinen Oktopus zurück. So. Will ich meinen Oktopus zurück? Wo ist hier ein Oktopus? Das sind die Oktopus. Das ist eigentlich der Plural von Oktopus. Kann ich bitte Oktopussi. Mal sehen? Ja, ja, Oktopussi oder Oktopusse? Oktopussis. Nein. Okay. Wir sind ein Kinderkanal hier. Heißt es gerade Oktopussi? Oktopusse? Oder Oktopussi tatsächlich? Das könnte sogar sein. Man sagt ja normalerweise immer Oktopusse, aber ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Und ich will ja nichts Falsches verbreiten. Willst du nicht. Cool. Nein, falsche Richtung! Diese musst du rutschen. Ich tu dich jetzt so lange massakrieren, dass es funktioniert. Nein. So, ich will einfach nur, dass hier passend hier in der Facecam drin sitzt. Und nicht. Und in passender körperlicher Nähe. Alles klar. So, Was wird das? Achso, da ist das letzte Dings, das wir brauchen. Ja. So, Caprosonne, mal wieder hier, keine Fleischwerbung. Es ist einfach das Geilste, was es gibt. Auch wenn es dank meiner Facecam-Seite nicht spiegelverkehrt war und gespiegelt hat. Frag mich, warum David immer irgendwelche Schleichwerbung macht, obwohl ihm niemand irgendwas dafür bezahlt. Übrigens gibt es diese Viecher immer noch auf dem Mond, die sind scheiße. Wer ist auf dem Mond? Ja, diese Viecher hier. Ah. Die sind übrigens Viecher und ich weiß das. Hier. Jetzt haben wir sechs Herzen, das ist immer sehr gut für den Endboss. Ja, haben wir aber schon die ganze Zeit. Warte mal, in diese Richtung. Warte mal, in welche Richtung zeigt das? Was meinst du eigentlich mit ganzer Zeit? Was? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Ich habe auch keine Ahnung, gar nicht alles gut. Ich habe nie Ahnung. Ja, weißt du, wohin müssen, so ungefähr? Ja, da. Ich hab gesagt, eigentlich ist es das hier. Aber warte mal. Um auf den Leuchtturm zu kommen, musst du erst durch diesen Tunnel. Das macht Spaß. Yay, also rein da. Ja, ich bin dabei. Sehr gut. Da stand mal wieder, nur ein Fisch hätte den langen Atem. Fischi, da ist einer. Um euch abzuschlachten. What the heck? Ja, wir wissen alle, du bist ein ganz böser Babu. Ich bin kein Babu, ich bin böse. Ja, ein ganz böser Babu, sag's ja. Hast du nicht gerade einen Sackhaar? Was? Ich sagte, ich sag's ja, nein. Wir machen immer noch Kinder, verdammtes Scheiße. Ja, ich so, sag doch, rein da. Kinder, ihr müsst was Gescheites lernen, deswegen sag ich euch so. So, was machst du denn da rein? Du bist dumm! Nein, ich will nicht erst. Nein, ich will nicht. Okay, wie kommt das? Da sind wir doch. Wir brauchen einen neuen Fisch! Keine Polnische Robins, was für eine Katze auf dich schläft. So. Ja. Mann, die süßen alles, aber die an der Tastatur rumtappeln zu haben, ist ein bisschen ungünstig. Ich find's super. Du findest super, ja, GG. Ja, da ist nur ein Herz, du. Ah, scheiße. Warte. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Der Datazell ist aus Rest Mond, sehr gut. Lucky. Ich weiß halt, wo die Monde sind, aber ich habe keine Ahnung, wie man. Oh. Wie man hier rauskommt. Ich will hier raus. Das heißt auch so viel RTL, ne? Nein. Das war definitiv auch gar keine Anspielung an ich bin ein Star, holt mich hier raus. Doch, aber ich habe keine Ahnung, woher ich das kenne. Assi TV, RTL. Achso, Assi TV, was ist Assi TV? Ich möchte nicht über anderen YouTube-Content reden, deshalb lassen wir das mal hierbei. So. Okay. Er trinkt Wasser, ist Caprisan. Aber hieß das nicht früher mal Capri-Sonne? Auf ja. Deutsch Capri-Sonne? Ja. Wir müssen jetzt alles so einängseln mit Capri-Sonne. Ja, wir sind ein sehr untersuchendes. Ist jetzt immer noch Capri-Sonne. Hat einer von euch Quatsch? Mond! Was? Wo? Da. Da drin. In diesem Dings da drin. Oh, danke. Wir hatten bitte. Vorhin übersehen. Richtig.
Hat einer von euch Quality Land gelesen oder gehört? Quality Land? Ich jetzt nicht. Das ist das neue Buch von Mark Twain. Da ist es so, die Leute leben halt in einer, irgendwie mitteltropischen Welt, keine Ahnung, wie man das jetzt zu nennen hat. Es ist halt weder dystopisch noch utopisch, weil du wirst halt vom System unterdrückt, aber andererseits tut dir das System nicht weh. Das versteht gerade, glaube ich, gar keiner von meinen Zuschauern. Aber auf jeden Fall ist es schon da so. Marc-Uwe Kling hat gesagt, die Androiden werden den Code der Unterwürfigkeit gegenüber allen Menschen drin haben. Und dieser wird scherzhaft German Code genannt werden. Aha. Und wer jetzt wieder fragt, da waren wir schon. Drauf. Ja. Moment mal. Das kann nicht sein. Achso, wir haben hier einfach vergessen mit Stampfattacke. Ja. Und wer sich jetzt fragt, wer Marc-Uwe Kling ist, Marc-Uwe Kling, und das macht Zack Pubeng. Marc-Uwe Kling ist, kann man kennen aus den drei Teilen von den Känguru-Chroniken. Muss. Wenn man die kennt. Ja, wenn man die kennt, muss man die kennen. Ich glaube, die Känguru-Chronik kennt eigentlich auch so gut wie jeder. So, jetzt musst du nach unten gehen, ne? Zu dem Boss hin. Schauen, ob hier irgendwo ein Oktopus ist. Nein, bitte nicht Oktopus. Ich schon. Nein. Du hast mich darauf gebracht, diese Fische Oktopus. Ja, das war ein wahrer Fehler von mir. Oh, ich fand hier mein Maxi-Herz. Super gemacht. Warte mal. Hier muss es irgendwo sein. Ja, perfekt. Der Boss kam beginnen. Der findet nämlich tatsächlich im Oktopus statt. Also mit dem Oktopus. Der Oktopus ist ein super Tier, weil der ist nicht nur schnell, sondern auch ziemlich unter anderem auch ziemlich schnell. Vielleicht nicht so schnell, sondern unter anderem auch ziemlich schnell. Ja, das sieht auch so. Das bedeutet von dir, Alter. Sieh, mein Controller gerade. Kann man dir irgendwie helfen? Nee, das kannst du erstmal alleine machen. Bitte, ich kann dir nichts. Okay, ich tu die Seele helfen. Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Seele geholfen. Denn jeder. Sag mal, du bist schon wieder hier so weit draußen mit deinem Kopf hier. Ich bin nicht hier draußen mit meinem Kopf. Bin ich hier draußen mit meinem Kopf? Ja. So, wir rücken jetzt alle einfach mal ganz bisschen zurück. Da haben wir noch besser die Songs, dass sie einfach noch im Bild sind. So, jetzt hat sehr gut. Warte mal, ich kann meinen Erzrivalen sehen. Das ist meistens nicht so gut, wenn man seine Erzrivalen sieht. Ja, ich hoffe, ihr versteht es noch einigermaßen. Arschloch. Was soll ich sagen? Nein. Wir dürfen ja auf YouTube Deutschland keine Beleidigung mehr sagen. Tut man trotzdem. Sonst wird die Monetarisierung einem richtig übel weggestrikt, wie wir alle schon wissen. Monetarisierung. Geld verdienen mit YouTube. Jetzt nehmen wir den gerade ziemlich auseinander, aber nicht ganz. I hate it, I love it, I hate it, sorry. So, Treffer Nummer 2, jetzt wird das Ding richtig, richtig wütend, ja. Aber auch das bekommen wir hin. Ja, ich hab einen Treffer bis jetzt. Dafür 2. Nein, ein. Ich hab mir nur ein neues Herz geholt und ich hab keine Herzen mehr. Schieß. Ich bin mir relativ sicher. Damit könntest du vielleicht mal als Spieler 2 fungieren. Ja, ich kann als Spieler 2 gar nichts machen. Doch, kannst du, und zwar kannst du die Kamera so drehen, dass ich den Boss sehe. In andere Richtung. Da, Achtung. So, ich bin der Kameramann. Yay! Ja. Kameramann kann ich natürlich gar nicht mal so beschissen. Ob man es jetzt glauben möchte oder nicht. Doch, es ist eigentlich schon beschissen. Ey, das war immer so 1, 2 oder 3, das Kamera kennt. Aber nur. Ich hatte eigentlich noch 1, 2 oder 3. Nein! Nein! So,
Ein, zwei oder drei. Unflätigen Wörter. Unflätig. Alter, dein, das was du hier auf dem Kasten hast und Words hat, das kennt kein Duden. Ja. So, und ob wir es schaffen, den Boss zu erledigen oder nicht, das ist ihr im nächsten Part von Super Mario Odyssey. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, doch, das tu es an. Ciao. Ja, gemeint, weil.